Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich habe mein Megafon leider vergessen, sodass ich jetzt leider Gottes nicht schreien kann, wenn HD sich hier zu Wort meldet. Lukas ist mit dabei. Schönen guten Tag. Wir spielen eine Runde, wenn ich du wäre. Lukas, ändere mal kurz vom Kreativmodus vielleicht auf du. Ich habe seit gefühlt... Ich glaube, ja, 22 Monaten kein Fortnite mehr gespielt. Das ändern wir jetzt an der Stelle. Ich denke mal, ich bin immer noch besser als Lukas. Das mag ich zu bezweifeln. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz eine Instagram-Story machen und sagen, dass ich besser bin als du in Fortnite und mich da markieren. Kannst nicht mal langsam anfangen? Einfach auf chillig irgendwie erstmal? Nein. Lukas, da müssen wir jetzt direkt mal hier überlegen. Dass voll dumm, aber okay. Leise. So. Ich sage einfach nur, dass du besser bist. Ja. So Leute, wir zocken gerade wieder ein paar Rundchen Fortnite. Und ich muss echt einfach mal zugeben, Revi ist einfach der bessere Spieler. Kannst du sagen, okay? deutlich besser? Nee, deutlich besser. Junge, ich pack mich deutlich ab. Deutlich besser bin als du. Das wäre, wäre der richtige Wortlaut, ja. So Leute, wir spielen gerade noch ein Ründchen Fortnite zusammen mit Revi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, er ist deutlich der bessere Spieler als ich. Ist mir gerade einfach mal eingefallen und aufgefallen in der letzten Runde. Passt, danke dir. Cool, dass du doch so offen mit umgehst, Alter, mit deinen Problemen. Bin ich wirklich gut. Ja. Das Ding ist, Leute, in dieser heutigen Folge, du wirst so leiden, Digga. Du wirst so leiden. Genau. Lukas, ich bin dran, Freundchen. Dann kannst du ja gerade gar nichts, ja? Also, wenn ich du wäre, würde ich nur sagen, die nächste Runde kannst du einfach noch mal ein paar Mal bellen, immer wenn ich deinen Namen sage, oder? Perfekt. Kirimi. Chillo, erstmal. Ist natürlich auch geil, dass der Hund jetzt auch hier drin ist, Alter, wenn ich das mache. Wir gehen nach Craggy fucking Cliffs, keine Ahnung, was es ist. Guck dich Akani jetzt irgendwie dumm an, oder? Ja, der ist hier vorne, der schaut gerade ein bisschen dumm rein. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz, also, weißt, es ist mag vielleicht ein bisschen eklig sein, ne? Junge, fuck, ich schwör, fuck mich nicht ab, Alter. Ich würde jetzt mal ganz kurz zwischen deinen Zehen, ne? Junge, wir haben es schon mal mit Füßen gemacht. Ja, du hast doch einen Fußfetisch, meinst du mal zu mir? Nein, halt's Maul, Junge. Hast du mir mehrfach gesagt. Okay, dann halt nicht. Lukas, pass auf, wir machen was anders. Okay, wenn doch, dann gibst du jetzt... Nein, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz einen Tweet schreiben, dass du unglaublich fett auf Füße stehst und die richtig, richtig gerne mal lutschen würdest. Wie oft soll ich denn noch irgendwas tweeten und Insta-Story und machen? Social Media ist ja wichtig, helft dir nur Content zu generieren. Egal, jetzt hier mitten in der Scheißrunde AFK gehen, um irgendeinen Kack-Tweet zu machen. So, was soll ich posten? Dass du einen Fußfetisch hast. Stehe unglaublich auf Füße. Akani, chill doch kurz, ja? Komisch, sowas zuzugeben. Nee, das wirkt schon zu real. Nee, schreib mal. Schreib mal genauso. Das war eine gute Formulierung. Gefällt mir. Komisch, sowas öffentlich zu sagen. Ich markiere dich aber. Ja, klar. Ey, das ist so behindert, Junge. Weiß ich nicht. Also, ich meine, das ist doch vollkommen in Ordnung, wenn man offen über seinen Fetisch redet, oder? Jetzt mache ich mal eine richtige Aufgabe. Gib mir eine Sekunde. Eine Sekunde braucht er Zeit. Ah, ja. Gib mir eine Sekunde, sagt er. So, für die nächste Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich extra Geld bezahlt. Ich habe Geld bezahlt, damit du viel Spaß haben wirst, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wir fliegen ja zusammen nach Madeira, das ist ja inzwischen, glaube ich, schon klar. Ja. Und auf jeden Fall fliegen wir zusammen nach Madeira und wir treffen da ja unter anderem ein paar YouTuber und, ne? Und dass du halt ein kleiner Retard bist, das wissen ja schon alle. Aber, eigentlich nicht, nein. Aber ich habe jetzt netterweise, ja, auf Ehrenbruderbasis, habe ich dir eine Handpuppe bestellt. Ja? Okay. So sieht die aus. Okay. Die wollte ich dir eigentlich erst in der nächsten Real-Life-Folge geben, aber ist ja nicht schlimm, können wir da ja trotzdem nutzen. Und wenn ich du wäre, würde ich den ersten Tag, den wir ankommen, die ganze Zeit, egal mit wem wir chillen, die rausholen und mit der anfangen zu reden und so selber Gespräche führen und ich werde das heimlich filmen. Perfekt, mach ein komplettes Video drüber. Und bin auch schon im Flugzeug. Ist okay. Ich gebe dir das am, also der ganze Tag, der ganze erste Tag. Ja, ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Es wird ein super Video für mich. Kann der die Kamera nehmen? Nice. Das ist ein Hurenzug. Du blöder. Wen haben wir denn da? Das ist eine Meine Handschütteln? Lukas, pass auf. Ich habe ja dir die Aufgabe gegeben, dass du mit nach Madeira fliegen musst, ne? Ja. Damit wir da eine Runde, wenn ich du wäre, auf Madeira drehen können. Obwohl ich eigentlich vom Ding her gar nicht. Obwohl du eigentlich Skiurlaub hattest, den du absagen musstest mit deiner Freundin. Was aber auch verständlich ist, weil ich hätte auch mit dir fast Schluss gemacht. Mehrfach sogar schon. Auf YouTube-Ebene. Wir sind ja auf Madeira und es sind ja eine Menge andere Leute da. Wenn ich du wäre. Okay? Thema jetzt mit Madeira-Aufgaben. Nee, wenn ich du wäre, Lukas, würde ich eine richtig geile Aktion bringen, ja? Hast du schon mal zu Tanzerbot und Unge Kontakt gehabt, so richtig? So irgendwie mal mit denen geredet oder so? Ich weiß ja nicht. Zu Unge auf jeden Fall, früher zu YouTube-Hauszeiten, aber zu Tanzverbot. Mit dem hatte ich halt mal ein bisschen Beef, ne? Oh!
Oh, dann kommt die Aufgabe doppelt lecker rein, denn Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ohne Voranankündigung, auf das Stichwort Zugriff Unge und Tanzverbot eine richtig geile Backpfeife geben. Einfach, wenn wir so ganz entspannt essen sind oder sowas. Ja, halt beiden, Alter, das machen beide. Zuerst Tanzi und dann Unge. Du gehst einfach hin und dann, wenn ich schreie Zugriff und du machst es. Weil das Ding ist, Lukas. Guck mal, ein Unge wird super entspannt darauf reagieren. Weißt ja, du? Aber ich bin mit weder mit Unge, also ich feiere ihn ja, ich finde ihn ja korrekt, und so, aber ich kenne ihn nicht krass persönlich und ja. Tanzverbot kenne ich überhaupt nicht. Digga, die sehen das ja gar nicht als Spaß. Die denken sich dann, Bruder, was geht denn jetzt ab? Ja, ja. Das ist halt natürlich eine Situation, die dann erstmal auch geklärt werden muss vor Ort. Digga, ich kann doch nicht random Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe, eine Backpfeife. Leute, das sind ja nicht random Leute, also die stehen ja in der Öffentlichkeit, Lukas. Ja, ne? ich meine, da kann man schon mal, oder? Komm, wir gehen mal lieber in die Zone. Ich finde das eine tolle Aufgabe. Aber okay, ich werde es durchziehen, Digga, okay. Ganz ehrlich. Wenn ich aufs Maul kriege oder so, du musst mit dich kloppen dann. Nein, ich klopp mich nicht mit. Ich werde dabei sein und das filmen, Lukas. Darum geht's nämlich. Ist so unnötig, ne? Darum geht's nämlich. Darum geht's nämlich. Kannst du normale Aufgaben geben irgendwas? Ist doch eine normale Aufgabe. Ich finde das super. Ich finde das eine ganz gute. Random zwei Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe, einfach ins Gesicht. Du hast doch mit denen, also auf Twitter folgt ihr euch doch alle hier. Und sowieso, so geil, Alter, dass der ganze Urlaub einfach wieder stattfindet und du deinen Skiurlaub absagen musstest. Hast du schon was gebucht eigentlich? Ich hatte noch viel schlimmer. Ich hatte ein Hotel, was gesponsert hätte. Das wäre umsonst gewesen. Oh. Stattdessen muss ich jetzt Geld bezahlen und mit dir nach... gönnt euch das mal. ich habe es ja nicht bezahlt bekommen wie meiner damals, sondern ich muss selber bezahlen. Ja klar, aber wir haben eine fette Villa, wo du auch deine Zeit zuzahlst. Ist auch gut, geil. Oder? Ich finde es fair. Umso teurer, umso günstiger für mich. Bringt das hier aber eigentlich gut. Auch Schild? Was denn? Das hier. Ja. Oh ja. Ja, ich war Fullschild, du nicht. Du hättest es benutzen können. Naja, Lukas, komm, du bist wieder dran. Ist doch nicht schlimm, ne? Ah, nee. Warte mal. Revi. Perfekt, mein Lieber. So, ich würde mal sagen, da machen wir jetzt nächste Aufgabe, weil ich ja jetzt... Eine sehr langweilige Runde hier eigentlich, ne? Wenn man ehrlich ist. Ja, egal. Aber teure Madeira-Urlaub. Wir gehen ja bestimmt sehr oft essen, ne? Es wäre echt ärgerlich, wenn ich mein Portemonnaie nicht vergessen würde und jemand anderes für mich zahlen. Pass auf, das Ding ist, Lukas, ich werde... Ja? Wenn du jetzt sagst... Ja? Wenn du jetzt ankommst und will, ich soll dir jedes Essen bezahlen, ne? Dann war so ein Gedanke. Dann hab ich eine Counter-Idee und die wird dir nicht gefallen. Die wird dich nämlich teurer zu stehen kommen. Malen, Essen, hey, kein Problem. Aber jedes Essen, Lukas, da gehst du mit einem Minus raus, das sag ich dir. Okay, dann würde ich sagen, musst du mir einmal, wenn wir in ein Restaurant gehen, den Abend aufnecken. Okay, Lukas, pass auf. Ich würde ein sagen, Essen. Wir machen es so. Ein Essen, du darfst jetzt nicht hart kontern, Digga. Nein, da vorne ist ein Gegner. Ich gebe dir ein Essen aus, ja? Ich gebe dir ein Essen aus, ich fühle dich richtig schick aus. Nur wir drei, ja? Oh, war der flach, Digga. 100er Hit. Down. Schön abgestaubt. Ja. Und Lukas, pass auf, wenn wir essen gehen, ja? Dann möchte ich. Was denn? Dass du. Ich fände es eigentlich ganz nice, Lukas, wenn du hingehen würdest und da vorne läuft ja. Ich habe irgendwie die behindertsten Grafikanstände. Irgendwie sieht es bei mir richtig verwaschen aus. Ich erkenne hier auf lange Range gar nichts mehr. Warte, wir machen erstmal den Gegner hier, Lukas, dann schauen wir weiter. Ja. Wo? Hinter? In dem Feld drin. Ach, Digga, dieser scheiß Kämpfer. Der ist hier unten drin, ne? Ja, perfekt, danke. Was ich sagen wollte, Lukas. Wenn ich du wäre, wenn wir essen gehen, ja? Wir machen ein richtiges Candlelight-Dinner, aber wir drei, also du, ich und die Handpuppe, gehen zusammen essen. Du verhältst dich aber die ganze Zeit, als wäre die Handpuppe dein Sohn und setzt dir eine Perücke auf und wir gehen zusammen datemäßig essen. Ja, woher soll ich eine Perücke kriegen? Ich sag mal so, ich hab da schon was gekauft. Digga, du musst bedenken, das müssen wir alles mit. Alter, meine Grafik ist so wack eingestellt, ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Eine Perücke nach Madeira. Scheiße, Alter. Wie sollen wir eine Perücke nach Madeira bekommen, Lukas? Aber ja, ist okay. Oh, ich hab einen Hit gelandet. Shieldbreak. Ich baller mich gerade mit dieser Gun voll. Hab ihn. Aber ist ja noch einer. Oh, der Mate ist bei mir, vorsichtig. Komm mal zu mir, ich bin fast low. Komm. Oh, Digga. Ja, nice, du bist natürlich nicht bei mir, der wird nicht finishen, Lukas. Na. Digga! Hör mal auf zu klatschen, Alter! Wie soll ich mich konzentrieren? Das war mit Abstand das Peinlichste, was ich jemals gesehen habe. Du hast keinen einzigen Hit gelandet, weißt du das? Digga, ich hab den Gegner von ihm, den Mate gekillt. Du hast keinen einzigen Hit gelandet. Hast du denn viel mit Tanzverbot zu tun, wenn wir schon beim Thema sind? Gab's da mit Tanzverbot nicht auch mal einen kleinen Beef, du, der, irgendwie? Kann ich mich noch dunkel dran erinnern, Digga. Nee. Also ich bin mit Tanzverbot echt cool. Wir folgen uns gesagt, wir haben Nummern getan. Ja, folgen heißt ja nichts, Digga. Er folgt mir auch. Ey, warte mal. Ich hab voll die geile Idee. Ich bin dran mit der Aufgabe, ne? Ja. Revi, wenn ich du wäre, darf ich in der Villa mir aussuchen, was für ein Zimmer ich bin.
Boah, das war gut. Alter, du dummer Wichser. Nein, 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 das ist sau dumm. Ich will das mit dem Spiegel haben. Ich will das mit dem Spiegel in meinem Bett haben. Boah, das war die beste Aufgabe. Wieso hast du eigentlich meine Munition gestohlen, du Affe? Ja, damit du die nicht hast. Gib die mal. Nee, brauch die selber. Du hast nicht meine Sniper, du. Doch. Hast du nicht? Hä, doch, guck hier. Gib mal die Munition, bitte, die Sniper-Munition. Ja, hier, komm. Auf Ehrenbruderbasis. Kleiner Wichser, Alter, mit dem Bett. Boah, Digga, das war die beste Idee. Okay, Lukas, nice. Pass auf. Wenn ich du wäre, würde ich aber auf Madeira mal auf ganz entspannt eine Nacht draußen verbringen. Nein. Doch. Ey! Warte mal, ist da kalt oder warm gerade? Kann ich dir nicht sagen. Ungarn hat auch schon mal draußen gedacht. Penny, wo soll ich denn draußen pennen? Wird ein guter Stream. Ja, ey, ohne Scheiß. Was ist ein Gegner bei dir, ne? Was für Aufgaben willst du mir noch geben? Weiß ich nicht, aber bei diesem Gegner. Kommst du klar oder? Nee? Nee, eher nicht, ne? Ja, okay, ja natürlich komme ich klar. Und down ist der junge Mann. Du hast nicht mehr viel Leben, also. Trotzdem habe ich ihn gekillt. Ja, aber okay, eine nach draußen schlafen ist kein Problem. Kann ich nicht sehen. LOL, warum war das seine Wall? Warum war das denn seine Wall? Das darf man reinschneiden. Okay, pass auf, Revi. Wenn ich du wäre, spiel die nächste Runde komplett mit der höchsten Sensitivität, die es gibt. Ist doch schön, ich muss hier erstmal gucken, Digga, dass ich hier meine die Einstellung sehe. Sensi hochstellen. Yalla. Deshalb war das so schlecht. Oh mein Gott. Ja, guck mal, Affe, Alter. Ah ja, by the way, du hast mir in der letzten Folge Hustenbonbons bestellt. Ich habe das voll vergessen. Die kamen irgendwann an. Ja, sind nicht ganz so super lecker, aber sind okay. So. Hey Lukas, das mit der Sensi läuft. Du hattest ja ein bisschen Ärger mit deiner Freundin wegen Madeira, ne? Och, ja. Dezent, ne? Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz... Ist deine Freundin gerade zu Hause? Ich habe das eben mitbekommen, dass sie da ist. Ist egal, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal kurz Alina anrufen und ganz kurz sagen, haha, ich fliege nächste Woche in Urlaub und du hast dir extra freigenommen und du kommst nicht mit. Hart. Digga. Komm, Lukas, ruf mal kurz an. Digga, bitte, das ist zu hart, ich schwör's dir. Ja, ich weiß. Ein bisschen Mitgefühl mit mir. Ihr müsst euch das so vorstellen, Leute, meine Freundin hat sich da die ganze Zeit drauf gefreut, dass sie endlich mal, weil auf der Arbeit Stress und bla, dann haben wir einen Skiurlaub gehabt und dann muss ich den Scheiß jetzt absagen. Mit höchster Sensitivität werde ich nichts treffen, Alter. Ich glaube, damit verletzt man die wirklich. Junge, ich hasse dich so, Alter. Warte ab, bis hier in Madeira, wenn wir da eine Folge drehen, du wirst sterben, Alter. Ich verspreche es dir. Kannst ja auch sagen, dass es von wenn ich du wärst, dass du es eigentlich nicht machen möchtest. Kannst du vorweg sagen, so fair bin ich zu dir. Nö. Okay, ziehst du durch? Ja. Hi, hörst du mich? Ja. Tja, ich wollte nur sagen, ich flieg nach Madeira und du fährst nicht in Skiurlaub. Ja, blöd, ne? Lach nochmal. Oh. Ey, Digga, ich schwör, das war zu hart. Ich schwör, das war zu hart. Ich hab dir gesagt, du hättest sagen sollen, dass... Darf ich gerade runtergehen? Nee, am besten gehst du nicht kurz runter, sondern dann lässt du sie hochkommen, ihr diskutiert, während die Folge läuft. Könnt ihr das machen? Oh, Junge, ich schwör, du hast gerade übel Streit angefangen, ne? Beziehungsstreit in meiner Folge wird richtig gut abgehen, das sag ich dir. Komm, wir landen mal hier. Ey. Ich bin eh direkt tot, ich kann eh nichts machen mit meiner Sensi, Alter. Ey, das erste Mal, dass ich mal, wenn ich du wäre, ein richtig schlechtes Gewissen jetzt habe. Glaube ich nicht. Hilfe! 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 Ah! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Der hat mich einfach gehackt! Jeder Raum ist einfach leer! Jeder Raum ist leer! Ohne Pistole! Cool, dann kann ich jetzt meine Sensi wieder zurückstellen. Wir spielen noch eine Runde. Ey, das nö. Nö. Doch. Nein! Du hast gesagt, in der nächsten Runde. Du hast gesagt, Digga. In der nächsten Runde. Nein, du hast gesagt, in der nächsten Runde. Die Formulierung. Ist okay, kein Problem. Ja, ich glaube, wir haben Stress jetzt. Auf korrekt. Und ich bete, dass es gleich rausgeht, die noch da ist. Weil wenn die jetzt wegfährt, Junge, dann ist es vorbei. Aber pass auf, wenn wir schon bei so netten Aufgaben sind. Revi, wenn ich du wäre, geh auf Toilette und leck einmal über die Toilettenschüssel. Geht nicht, wir haben momentan keine Toilette im Büro. Ja. Wir haben keine Toilette im Büro momentan. Die dann leck halt darüber, wo ihr sonst hin AA macht. Mir doch egal. In den Garten? Ich hab keine Toilette hier. Okay. Oh! Boah, ich hab gerade eine Aufgabe, Junge. Was denn? Okay, dann kann ich die nächste Aufgabe machen, okay. Ne? Okay, ja. Du hast ja gerade gesagt, ich hab keine Freundin mehr. Ja gut, heißt ja nicht, dass man nicht eine Ex-Freundin anrufen kann, ne? Wenn ich du wäre, würde ich Jodie anrufen und sagen, dass du ja gerne wieder mit ihr zusammenkommen möchtest. Alter. Ey, du hast gerade angefangen. Du hast angefangen mit diesem Überstress. Ey, jetzt Lukas. Das ist hart, ich weiß, aber ist mir scheißegal. Alter. Ey, ich hab gerade auch Streit mit meiner Freundin wegen dir. Oh, junge Mann. Oh, das ist unangenehm. Ja? Fuck. Hi. Fuck, hallo. Wie geht's? Gut. Ja, bist du schon zu Hause? Nee, ich bin noch am Bahnhof gerade in Berlin. Okay, du, ich habe mir aber ein paar Gedanken gemacht und, Och, das ist unangenehm. Ich vermisse dich sehr. Findest du gerade? Ich vermisse dich voll. Ey! Und ich werde so gern wieder mit dir zusammen sein. Ey! Das wäre so schön. Ja, das wäre doch toll, ne? Ey, Mann, das ist so wieder... Bitte? Was ist schön im Clickbait-Titel?
Du bist wirklich clever. Lukas hat mir gerade diese Aufgabe gegeben und ich dachte, es wird überunangenehm, aber es ist perfekt. Ja, cool, ja, dann haben wir es doch geklärt. Ja, nee, aber jetzt mal realistisch gesehen, da gibt es keine Chance, oder? Ja, nee, viel Spaß perfekt, auch heute Abend danke. Mit deinem Date. Tschüss. Tschüss. Oh, super. Oh, mit Damen und gerade scharf geschossen, Digga. So, haben wir geklärt. So, willst du mir wieder eine Aufgabe geben oder wollen wir erstmal ein bisschen chillen, oder? Nee. Perfekt. Ja, am besten, wo bist du gelandet? Junge! Alter! Wo bist du denn, du Sohn? Ich hab doch hier einen Marker gesetzt, du Mistgeburt! Okay. Ja, hab ich gemacht. Ich werd's mir merken fürs nächste Mal. Gut, Leute, dann sind wir an der Stelle durch. Lukas, dankeschön. Ich habe deine Beziehung zerstört. Du hast die Beziehung zu meiner Ex-Freundin zerstört. Ich freue mich auf Madeira. Ich hasse dich über alles. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Warte. Und tschüss. Warte. Was? Tschüss.